Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Tales, das Vermächtnis. Beim letzten Mal haben wir uns eine Statue gegossen und einen Wolf verjagt. Jetzt haben wir nicht mehr viel im Inventar. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr gespielt und habe auch gar keine Ahnung mehr, was wir eigentlich tun müssen. Außer ein Bild zu finden und von einem Helikopter im Hintergrund gestört zu werden. Ist das alles vollkommen in Ordnung? Wir haben jetzt noch eine Flasche, einen kleinen Rechen, eine scharfe Heckenschere und Batterien immer noch ganz vom Anfang. Ich habe bis dato aber auch noch keine Taschenlampe oder dergleichen gefunden. Ich weiß es nicht. In der Garage. Garage? Garage? Rumbelrage waren wir jedenfalls fast fertig. Genau, an unserem Generator fehlt uns noch ein Propeller. Aber ich habe jetzt wirklich momentan keine Ahnung, wo wir auch nur im Entferntesten weiterkommen sollen. Ich weiß es wirklich nicht. Hier im Schlafzimmer fehlt uns immer noch eine engelsähnliche Skulptur. Hier hatten wir auch bereits alles gemacht. Da oben fehlen uns immer noch die Sternzeichen. Wir haben das hatten wir schon, warum auch immer das noch blinkt. Ich möchte diesen Baum stützen, aber ich darf nicht. Und der Nebel ist auch immer noch zu dicht, da können wir nicht durch. Nein, nein, nein. Das geht einfach. Der Vogel hat auch noch ein Sternzeichen im Maul, aber wir haben immer noch nichts, um da auch nur ansatzweise dran zu kommen. Okay. Blumen. Ein Messer wäre zu unhandlich. Ich benötige ein Gartenwerkzeug. Schön, dass wir jetzt ausgerechnet eine scharfe Heckenschere dabei haben. Schnipp, schnipp. Es ist ein Wimmelbild geworden. Moment, wir schneiden die wunderschönen Rosen ab, sehen dahinter das kaputte Fenster und blicken jetzt direkt nach draußen in den Garten. Und dieser Garten, ich meine, hier ist ein Teleskop, hier hängt ein Stuhl im Busch, ein Telefonhörer. Wer wohnt hier? Gut. Fahrrad, Weintraube, Skateboard. Fahrrad ist nicht zu übersehen, die Weintraube. Du bist keine Weintraube. Okay, dann halt nicht. Ist mir auch egal. Ein Skateboard. Und hier hängt ein Schild. Das ist ein Bus. Ich kann das gerade nicht wirklich erkennen. Ich hoffe, es ist ein Bus. Bumerang, Bügeleisen, Telefon. Ich hoffe, das Telefon. Ja. Ein Bügeleisen. Im Garten. Ich dachte gerade, das ist ein Skateboard, aber es ist nur ein Pflaster. Das ist der Bumerang. Ach, hier sind die Weintrauben. Gleich eine ganze Rebe. Sehr schön. Karte, Pflaume, Teleskop. Pflaume. Ich hasse Pflaumen. Wie die Pest. Ich glaube, ich habe damals als Kind einfach viel zu viele davon gegessen bei meiner Oma. Die hatte damals einen eigenen Schrebergarten. Raupe, Skelett und
Fernseher, ein Skelett rum. Und da wuchsen allerlei Früchte. Und seitdem kann ich das, glaube ich, nicht mehr wirklich sehen. Ich dachte gerade, das ist die Raupe. Aber das war sie leider nicht. Da ist das Bügeleisen. Oh. Sexy Man. Ein schöner Mann mit einem Bügeleisen in der Hand. Ja, warum nicht? Ich habe nichts dagegen, wenn Männer häuslich sind. Und auch gerne mal die Hausarbeit tätigen. Ein Fernseher und das Skateboard. Wir bekommen einen Boomerang. Ich möchte jetzt etwas ausprobieren. Und zwar möchte ich diesen Boomerang schleudern und versuchen, den ach so dicht Nebel damit wegzubekommen. Schade. Ich dachte jetzt wirklich, das würde funktionieren. Aber nun gut. Aber kann ich den Boomerang vielleicht für den Generator als Propeller benutzen? Schade. Ich habe zu viel Fantasie, das gebe ich zu. Aber man darf ja auch nichts unversucht verlassen, ne? Warum leuchten denn die ganzen Bücher überall noch? Und was soll ich jetzt mit einem Boomerang anfangen? Mit dem Boomerang könnte ich doch rein theoretisch. Guck mal. Das war jetzt auch überhaupt nicht brutal. Einfach mal den armen Raben mit dem Boomerang abwerfen. War das jetzt hier lang? Ja, hier sind wir richtig. Oh je. Oh je. Folge den Hinweisen und ordne jedes Sternzeichen einer verwandten Szene zu. Welchen Hinweisen? Eine wunderschöne Wiese, der perfekte Platz für gräsende Säugetiere. Okay, gräsende Säugetiere sind bei mir ein Widder, ein Stier und ein Steinbock. Der Spiegel zeigt Spiegelbilder und alle Objekte werden verdoppelt. Dann haben wir hier den Zwilling. Welche Objekte werden denn verdoppelt? Der Fisch? Was denn noch? Der Strand ist ein wahres Paradies für Meeresbewohner. Über den Skorpion, den Krebs und den. Das ist der Wassermann? Das ist falsch. Die Waage? Jetzt aber nicht die Jungfrau. Nee, die Fische müssen da unten. Einige Menschen helfen den Blumen zu wachsen, andere bewundern sie lediglich. Jungfrau, möchtest du vielleicht? Ah, so. Ah, okay. Okay, natürlich lesen wir noch kurz. Die Savanne, ein wilder Ort für wilde Tiere. Und wir können zum Dachboden. Wieso brennen hier bitte Kerzen? Und verdammt nochmal, wie weit sind die schon runtergebrannt? Und Halleluja! Das Netz ist zu stark. Ich komme nicht hindurch. Ehrlich gesagt, würde ich das mit meinen bloßen Händen noch überhaupt nicht anfassen wollen. Was ist das? Der Sender für das ferngesteuerte Auto funktioniert nur mit Batterien. Ich habe Batterien. Aber welches ferngesteuerte Auto? Ein Wimmelbild auf dem Dachboden. Boah, geil. So eine richtig alte Schreibmaschine. Ist das ein Infusionsständer? Mit einem
MPEG-Gerät? Warum steht hier ein Gerät für eine PEG-Sonde? Das ist sehr interessant, wenn ich weiß, dass das eine PEG-Sonde ist, also eine sogenannte PEG-Sonde. Die haben Leute, wenn sie künstlich ernährt werden, und über das Gerät stellt man dann halt die Menge ein, die sie bekommen sollen. Die läuft dann automatisch ins Hinein, möchte ich fast sagen, aber das ist der falsche Ausdruck. Sie werden halt damit ernährt über einen gewissen Zeitraum. Man stellt die Menge ein und man stellt die Zeit ein. Und dann verhungern die Leute auch nicht, die nicht mehr in der Lage sind, selbstständig zu essen. Wir brauchen einen Traktor, Farbe und eine Dichtungspistole. Einen Traktor. Ich hoffe, damit ist ein Spielzeugtraktor oder ein aufgemalter Traktor gedacht, denn ich sehe hier sonst keinen großen. Ich sehe hier einen ziemlich verrunzten Panda-Bären, möchte ich fast meinen. Sichellampe, Schneidbrenner. Sichel. Und Lampe Sichel. Lampe. Das ist der Schneidbrenner. Hier ist die Farbe. Hier ist eine Kettensäge. Brauchen wir auch. Sehr schön. Ich mag Kettensägen. Ein Foto. 30 Staubsauger und ein Elektrobohrer. Ein Foto. Was denn für ein. Das war der Staubsauger. Das sah verdammt nochmal aus wie ein Globus. Aber gut. Aber gut. Das ist das Foto. 30 Lampe und Traktor. 30. Wo haben wir denn hier eine 30? Da haben wir eine 30. Lampe und Traktor. Ich sehe beim besten Willen keine Lampe. Lampe. Und einen Traktor sehe ich ehrlich gesagt auch nirgendwo. Ach doch, da. Das ist aber kein Traktor, das ist ein Bagger. Das gibt himmelweite Unterschiede, wirklich. Und jetzt noch eine Lampe. Wir nehmen einfach ein bisschen Licht in einem Glas. Da ist eine Lampe. Wir bekommen das Foto. Mit dem Foto rennen wir jetzt erstmal wieder 30 Kilometer zurück. Ich beantrage nach diesem Spiel wirklich Kilometergeld. Definitiv. Jetzt rennen wir wieder hier oben ins Zimmer und setzen das Foto hier oben ein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Er hat menschliche Augen. Sie sind wunderschön. Ob dieser Wolf tatsächlich Grey ist? Gottgütiger, der Wolf hat die gleichen Augen wie Grey. Wie kann das sein? Der Wolf hat guten Geschmack. Oh, der steckt in einer Falle fest. Hauptsache, wir nehmen erstmal eine Sinsen-Briefmarke mit. Ich sollte den Wolf freilassen, aber zuerst muss ich mir etwas einfallen, wie ich ihn von Luisa fernhalte. Den Fenster. Klebeband. Das ist überraschend in Luisas Augen und die stärkste als Furcht. Ach so, da ist eine Überraschung in den Augen. Stärker als Furcht. Kann ich hier noch irgendetwas machen? Nein, kann ich nicht. Den Wolf auch nicht. Ich könnte dem Wolf die Schnauze zukleben. Das wäre das Einzige, was ich jetzt tun könnte für Luisa. Und dann könnte ich ihn befreien.